So schindet man Zeit. Nicht schlecht von Adi Hütter, aber nicht gut genug. Nein, geht Zeit wieder drauf. Letzte Chance vielleicht für den Karlsruher SC. Klinge. Gepfiffen. Alle Mann nach vorn. Ja, hätte das nicht alleine gemacht, der Mucek. Das war sehr eigensinnig. Und das war der Abpfiff. 90 Minuten erlöst er uns. Und ich kann nur sagen, ich umarme euch alle Salzburger Spieler. Ihr habt für den österreichischen Fußball Unglaubliches geleistet. 1:1. Wir sind im Finale des UEFA Cups gegen Inter. Gönnen wir aus der Salzburg den Einzug ins Finale, der aufgrund der starken ersten Halbzeit vielleicht gar nicht mal unverdient ist. Und drücken wir unseren Freunden aus Österreich die Daumen im Endspiel. Und dort wird dann wahrscheinlich der Endspielgegner Inter Mailand sein. Genaueres versuchen wir noch in dieser Sendung hineinzubekommen. Wir werden uns gleich aus dem Stadion Wildparkstadion noch einmal wieder melden, und das ist der einer der großen Sieger, Otto Konrad, der Torhüter, der Klassemann, der Keeper bei Austria Salzburg. Bis gleich, liebe Zuschauer. Ich kann sagen nur eine Wort, das ist wunderbar. Ein wunderschöner Abend für ganze Österreich und für ganze Salzburg. Sollten wir unterbrochen werden bei den Interviews, wir werden hier attackiert von hinten. Und wir suchen den jetzt dort machen, meine Damen und Herren, wo wir sie dann in jedem Fall noch machen dürfen. Aber Verständnis, wenn auch unserem Reporter da ein bisschen vor lauter Freude das Temperament durchgeht und er aufs Spielfeld sprintet. Wir werden beim Herauskommen dann die Spieler noch in der sogenannten Flashzone noch interviewen können. Ein Traum ist wahr geworden, meine Damen und Herren. Aus dem kleinen Provinzclub Austria Salzburg ist eine europäische Spitzenmannschaft gereift, die das UEFA Cup Finale erreicht hat, als dritte österreichische Mannschaft in einem Endspiel im Europa Cup, als erste österreichische Mannschaft in einem UEFA Cup. Ich würde sagen, für mich der schönste Tag in meinem Fußballerleben als Fußballreporter. Und wenn Sie zu Hause so mitfühlen, da würde ich mich ganz besonders freuen. Freuen wir uns mit dieser Mannschaft. Freuen wir uns über den Erfolg. Freuen wir uns über die Situation und es geht ein bisschen hektisch zu, aber das sind die Probleme, dass man einfach jetzt natürlich will, dass die Interviews außerhalb des Bereichs gemacht werden. Freuen wir uns einfach mit den Spielern. Lassen wir die Spieler jetzt einfach die Sprache sprechen, ohne dass wir mit ihnen reden. Hermann Stadler, der vom Peter Adner. Gehen Sie mit dem weg. Das sind Sie bitte los. Sind Sie so weg. Es ist schade natürlich, dass die UEFA solche Bestimmungen herausgegeben hat. Da sind wir im Finale und dann können wir uns nicht freuen mit den Spielern, können ihnen nicht dienen.